Oldsberry Ente. Und die Schweine? Wow. Na, Entchen mal wieder füttern. Du sagst, die sind so verfressen. Also bei mir, ich habe immer das Gefühl, ich bin nur am Kuchen füttern. Aber die gehen schnell. Die brauchen nur 20 Minuten oder so. Mhm. So, jetzt habe ich da deine Hecke gezogen. Mhm. Mhm. Jambohnen. Das habt ihr ein bisschen Kohle reingebracht. Was können wir denn jetzt anbauen? Was habe ich denn Neues zu umbauen? Rote Paprika. Ach ja, klar. Aber die kann ich jetzt nicht anbauen gerade. Zu vielen Kinders nehmen wir jetzt die Jambohnen. Eibringe zwischen 73. Ich glaube, ich pflanze die nochmal aus. Ich glaube, die könnten tatsächlich irgendwann mal richtig gut zu Kohle bringen hier. Vor allem jetzt erst auf Level 3. Oh, kein Sprit mehr. Verdammt. So, Jambohne, dachte ich. Und das ist die Jambohne. Brokkoli kann ich ja nochmal gießen. Oh ja. Der ist halt fertig, der Brokkoli. Jetzt mal an. Was brauche ich denn bei den Trauben noch? Da war doch auch noch irgendwas. Blaue Trauben muss ich dann noch um 2 Level hochbringen. Blaue Trauben. Die noch eine Stunde. Boah.
Traum. Genau. Naja, Trauma machen wir. Wieder Küche? Achso. Entschuldigung. Boah, du lügst. Bringt ja nichts, ne? Naja, 2 Minuten. Da lohnt nicht. Ach, die Entchen. Mal wieder gucken. Die hab ich gerade. Ach, hast du gerade, okay. Dann brauchen die denn noch 9 Minuten? Ja, die sind schon. Na? Die muss man eben achten, dass sie mit Zufutter. Dann bin ich auch schnell. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich diesen komischen Standbaum finden, der Quests kriegt. Hm? Das ist ein Standbaum, Marketingstand. Ja, ich glaube, der bringt eine Menge. Tut er. Vor allen Dingen, du kannst ja wie gesagt so viele Quests kaufen, wie du willst. Mhm. Kommt immer darauf an, wie viele Marken du hast. Naja, klar. Und die geben ja auch gleich richtig Marken, ne? Ja. Je nach Questart natürlich. Du hast ja sehr kurz, du hast kurz, lang und sehr lang, irgendwie. Das eine Feld lasse ich jetzt hier erstmal leer, ne, damit dann... Ja. Die müssten ja gleich fertig sein. Naja. Mal noch ein bisschen forcieren. Nicht gebracht. Muss der hier hinten auch gleich fertig sein? Was ist denn hier? Der Käsekuchen braucht, glaube ich, ein bisschen, bis der zum nächsten. Deswegen, eigentlich müsste man mehrere Herzstellen haben, wenn man das kaufen kann. Ich habe gar nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob die Gleichzeit, aber wenn du das andere Haus hast, dann. Ja, genau. Hast du automatisch. Halt in jedem Haus dann sozusagen. Ja, in jedes Haus gehört ja wohl ein Herz. Ja, genau. Aus? Ah, Kartoffeln müssen mal gegossen werden hier. Blöde Felder Norden. Ja. Wie hast du das gebaut? Ja, so einfach reingehen kannst, damit aufhören. Sieht bloß komisch aus, so im ersten Augenblick. Ja. Ich dachte, dann kannst du da direkt ranlaufen und tanken. So. Was mit den Melonen und den Kürbissen aussieht. Die brauchen nicht gegossen werden. Die Kürbisse. Der eine. Sehr schön. Ach, der dann auch gleich. Okay, also. So, wir haben wohl auf Level 6. Yam, yam.
der Edelreizkarte für dich. Vielleicht ist ja Frühjahr, ne? Da gibt es wahrscheinlich eh die besseren Sachen. Das stimmt, wir machen mal die gelbe Zucchini drauf. Ein bisschen was zu tun. Der Paprika ist auch fertig. Nächste Level habe. Fast 50.000 so ein neuner Feld, ne? Ja, zu ernten. Er kostet natürlich aber auch irre, also. Ja, so, warten wir jetzt den Jahreszeitenwechsel noch kurz ab. Ich gehe nochmal zur Tanke hin und fülle mal auf. Ich habe gar nichts getrunken hier, Mensch. Mach nicht. Ja, wenn man selber da steht und nichts getrunken hat. Oh, die Entchen sind gleich fertig. Ja, ach, echt schön. Aber brauchen wir, glaube ich, 40 Stück oder sowas, ne? Das spricht 4 Durchgänge. Oh, ich könnte noch einmal die Jambone anbauen. Das geht ja, die ist ja relativ schnell. Ich jetzt aber beeilen. Ja. Kannst du ja? Wir müssen mal laufen. Und da kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich würde gerne. Ja, noch. Der Primi. Oh, es regnet! Yeah! Ich hab sie gewässert! Die ollen Jambonen! Au! Oh, ein Regenbogen! Ah, da! Juhu! Schmuck, schmuck, schmuck! Die Entchen sind gleich fertig. Ich hab sie auch fleißig gefüttert. Ja. Ich weiß ja, wie essen die sind. Mhm. Ich Ja. Ich weiß nicht, wie du noch brauchst. Mhm. So. Und Engine sind auch. Hier.
12 Minuten. Ich kann Marmelade machen, ne? Nee, hab ich gerade eben. Achso, hast du gerade eben. Ah, okay. Zählen. Aber Obst müsste genug sein. Ja, definitiv. Dann ernten wir. Die Clownfische und Aale da hinten? Nein, ah, okay. Da war ich schon. Hab doch die Aale. Von dem mache ich jetzt. Ja. Ich mache gerade den Bambus. Ja. Kann ich auch kurz bei den Aalen anhalten? Hm? Ja, ich bin ganz schön erweitert jetzt das Gebiet. Ah, ich glaube noch mehr Felder brauche ich glaube ich nicht, oder? Ich weiß nicht, ob man irgendwann mehr braucht noch. Ja. Es sei denn, du willst viel, viel mehr Langzeitsachen anbauen, ne? Dann ja. Kann man natürlich noch sagen, klar. Naja, ab dann geht ja nächstes Event los. Naja, stimmt. Da braucht man ja Kohle für. Und Platz für die anderen Sachen. Also kannst du ja überall die Sachen anpflanzen. Ja. Kürbisse oder sowas. Ja. Ey Huhn, was machst du hier draußen? Sind mal Hühner, die aufbrechen? Mhm. Auf jeden Fall weg hier. Ja, die kannst du auch umsetzen, aber nicht die Sachen. Ach, nur die Geflügel konnte man umsetzen, ne? Ja. Ja, weil die Felder kosten dich ja auch nichts, also von daher. Nein, ich meine, wenn die dich da stören. Kannst du doch umsetzen, meine ich. Dazwischen weg. Du kannst natürlich auch Plaketten bekommen, indem du hier dir scheinbar so einen Geschenkeladen hast. Ja. Du bekommst immer eine Plakette um 50 Dinge. Wenn du 250.000 Taler. Ach, 200, ups, ja, ich hab 2.500. 2.500 wäre ja kein Ding, der hätte so ein Ding schon längst gehabt. Ja, du musst dich doch echt gut nehmen. Ist jetzt nicht so, dass ich Geldnöte habe, aber ist auch nicht so, dass ich im Geld schwimme. Und wenn ich vielleicht mal sagen, baue 50 mal Brokkoli ein, möchte ich das auch können. Ja. Möchte ich schon. So. So. Da muss schon. Gelb zu viel. Was ich glaube, das ist nur Deko. Na klar. Was ist da Brokkoli drin? Hä? Kannst du? Ah, das ist ja cool. Pflanzen anpassen. Anpassen, aber nicht ernten dann wahrscheinlich, ne? Mhm. Oh.
überlegen, wo du denn stehst. Beim neuen Haus dann irgendwo. Gemüse verkaufen. Hinstellen schon wieder auf Pflanze. Ja. So. Also erstmal muss ich tanken. Da komme ich nicht umhin. Wieder voll. So, mal gucken, was haben wir denn im Frühjahr alles anzubauen? Sonnenblumen müssen angebaut werden. Und die bringen auch ordentlich Geld. Also zwei Felder dazu machen. Ah, rote Paprika, natürlich. Mais. Ist auch nicht schlecht. Guck mal. Oh, Sonnenblumen. Kann da auch drin pflanzen. Tomate, Fleischtomate. Oh, Fleischtomaten. Graffiti-Blumenkohl, hast du doch gesagt, der wäre so teuer. Mhm. Ah, da wollen wir noch normalen Blumenkohl auf Level. Kann ich den anbauen? Ne, den kann ich zurzeit nicht anbauen. Der geht nur im Herbst. Voll. Und dann gibt's noch Tomaten. Dann haben wir jetzt hier erstmal
Die Entchen müssen doch bestimmt wieder gefüttert werden, natürlich. Mhm. 10 Minuten ist die nächste Rutsche fertig. Das geht, obwohl ich jetzt alles bepflanzt habe, habe ich noch 700.000. Gab's alpine Ziege wieder? Mhm. Wie sieht's mit der Milch aus? Ah, ich kann mir Käse machen. Sehr schön. Oh, Marmelade. So, mal kurz gucken, wie lange der Käsekuchen noch braucht. Käsekuchen. Noch 7 Minuten. Jo. Ja, ein paar Maten brauche ich noch. Endlich Regenwetter. Ja, das mal Natur war. Ja. Ich meine, na ja, gut, heute regnet es ja. Aber heute regnet es ja, trotzdem immer noch zu wenig. Ein bisschen, vor allen Dingen. Und jetzt, wo es wieder so warm werden soll, ey. Oh. Na ja, gut, aber es soll doch mal regnen. Ja, warmer Regen ist natürlich warmer Regen. Für die Natur. Felder hin, ich überlege. So ein 6er-Feld. Ja, das kann ich anbauen. Ich habe noch nie Mais angebaut. Mais. Geld haben wir ja genug. So. Hallo. Hey. Ja. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, in dem Sinne und vielen Dank fürs Zuschauen. So, müssen wir aber einschleimen hier bei den Zuschauern. Uns hat Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bei Farm Together, bei Elder Scrolls Online oder wenn ich mal wieder ein bisschen Satisfactory spiele. Je nachdem. Also gehabt euch wohl, bleibt gesund und in dem Sinne einen schönen Abend noch. Tschüss!